Kleiner Nachtrag. Ich bin hier, ihr seht, wieder beim City Park. Und ich stand ja im letzten Video vorne. Und in den Kommentarbereich gab es einen Kommentar, hier gibt es noch 4 weitere Ladesäulen. Die seht ihr hier. 4 Ladepunkte. Also in Summe 6 Ladepunkte hier im City Kiel. Und in der Tat, hier seht ihr das. Ladepunkt 2, Ladepunkt 1, Ladepunkt 3 und Ladepunkt 4. Und hier seht ihr das, ich bin am Ladepunkt 1 und ich lade hier gerade mit, wird ja gar nicht scharf, ne? Doch jetzt, mit 4,5 kW. Das ist auch schon mal ein bisschen anders als die 3,5 kW da vorne. Kann ich euch noch mal zeigen. Oh, mein Auto sieht wieder geil aus, nachdem ich es sauber gemacht habe. Da hinten war der Ladepunkt, wo ich mit euch vorgestern stand. Und hier ist es genau das gleiche. Das ist ein 22 kW Lader. Der ist auch ein bisschen größer, wie ihr seht. Also der hat ein bisschen mehr Feuer, ne? So stoppen kann ich es nicht, weil wenn ich stoppen wollen würde, wenn ich jetzt auf Stopp gehe, muss ich mit meiner Ladekarte anhalten. Ich habe das auch gecheckt bei dem Lader da vorne. Es war wirklich kostenlos. Also die spinnen hier nicht. Also kostenlos, die spinnen nicht, weil das haut hin. Keine Rechnung natürlich bekommen. Ja, so sieht das hier aus. In Summe haben die 6 Ladestationen, 4 22 kW Lader und vorne in dem Bereich beim Haupteingang, wo ich stand, 2 11 kW Lader. Ja, danke für den Kommentar im Kommentarbereich unter meinem letzten Video. Ich hatte ja gesagt, ich will das abchecken. Das tue ich dann hiermit. Danke für den Kommentar bei der Apotheke. Ich kann den Kommentar hier nochmal einblenden. Habe ich das nochmal nachgeschoben als kleiner Nachtrag. In der Tat, 4 Ladestationen, 22 kW. Durch das 20 Ampere Ladekabel ist es mir natürlich nur möglich, mit 4,5 kW zu laden. Aber das ist natürlich schon was anderes. Das heißt, 2 Stunden hier rumstehen, sind schon 9 kW wieder im Akku. Und ja, Peace, haut rein. Nachtrag abgearbeitet. Tschüss.